Ganz sauber. So, ich fange eigentlich immer zu schwierig an, das weiß ich. Ich habe immer so einen Gag, pass auf, da kommt ein Typ mit zwei linken Füßen, kommt in ein Schuhgeschäft, schon sie haben die Flip-Flips. Der ist ja, siehst du, der dauert, der ist schwer. Dann habe ich gedacht, Markus, du musst ein bisschen banaler anfangen. Ein bisschen mehr so, dass den jeder versteht, habe ich mal so angefangen, pass auf. Ja, der braucht. Da kommt ein Typ in eine Apotheke und sagt, ich hätte gern Zyankali. Der Apotheker sagt, das ist nicht freiverkäuflich, das kann ich Ihnen so nicht geben. Da macht der ein Portemonnaie auf und legt ein Bild seiner Frau dahin. Ach, Sie haben ein Rezept? Und ich schreibe gern Bücher, ich lese heute aus meinem neuen Buch, das heißt Zu Hause ist, wo der Schlüssel passt. Und da kommt das Kapitel, da ist mir scheißegal, wer dein Vater ist, solange ich hier angel, läuft hier keiner über das Wasser. So. Es geht da um einen Typ, der hat schwer an am Helm, kann man nicht, der ist immer mal vor eine Schleuse geschwommen, aber ich weiß es nicht. Der hat mal beim Jazzi die Chance gestrichen, so ein Typ ist er. Ja. Der ist mal den Jakobsweg gewandert und hat sich gewundert, dass er keinen Kaffee gibt. Das ist ja wohl die Krönung immer. Ah, da ist ein Typ, wir waren mal schwimmen an dem See, da gibt er mir seine Uhr, sagt er, Markus, halt die mal bitte fest, die ist nur bis 40 Meter wasserdicht und ich will weiter rein. Der war mal bei McDonald's, haben ihn gefragt, was wollen Sie für Pommes? Klein, mittel, groß, hat er gemischt. Er hat bei der Formel 1 mal 20 Euro auf der Safety Car gesetzt. Ich habe einen Fehler gemacht. Ich habe den mal angerufen, ich habe gesagt, pass auf, bei Aldi haben die einen Grill im Angebot. Bitte ruf da mal für mich an, dass die mir einen zurücklegen, sagt der Markus, gar kein Thema. Ja, ich rufe ihn abends an und frage, und hat geklappt, sagt er, nee, ich habe die Sondernummer angerufen, da geht aber keiner dran. Ich sag, wie Sondernummer? Ja, hier 0800 22 00. Ich sag, du Vollidiot, sind die Öffnungszeiten. Ne? Und der war immer in meiner Stammkneipe. Wenn du reinkamst, der saß immer vorne, hat immer gezittert. Also immer Schaum am Bier. Ja? Und da hat er seine Frau kennengelernt damals. Ne? Sie fiel ihm auf. Ich sag immer, das ist nicht dein Typ, die kann sehen. Ja? Aber hat sie angelabert und kam auf mich zu mit ihr. Sag, hier, guck mal, ist sie nicht hübsch? Ich sag, das ist richtig, die ist nicht hübsch. Nee, hat sie ins Kino eingeladen, nahm den Film auch wieder abgeholt, ne, und haben dann sogar geheiratet, sind auf Hochzeitsreise geflogen, hier Air Berlin, sie München. Ne? Aber die beiden sind so unterschiedlich. Er ist eigentlich ein sportlicher Typ. Ich habe mich mal gefragt, wie viele Liegestützen kannst du? Sagt ja alle. Ne? Hat auch manchmal einen coolen Spruch. Der war mal bei uns in der Bäckerei, da kam jemand rein und sagt, Entschuldigung, ist das hier das Ende der Schlange? Sagt er, nee, wir stehen alle verkehrt rum, du bist dran. Aber, aber sie hatte leicht einen am Helm, kann man nicht anders sagen. Ja, sie hat mal so gefragt, Schatz, wie heißen nochmal die Gebäude, die geschützt werden müssen? Sagt er, denk mal. Ja, mache ich, komm nicht drauf. Ja? Bei denen haben sie mal angeschellt, sie macht die Tür auf, sagt der Typ vor der Tür, guten Abend, wollen Sie Zeuge Jehovas werden? Sagst du, ich habe den Unfall gar nicht gesehen. Aber die war auch sportlich, die war nicht sportlich. Die hat mal gesagt, sie hat sich einen Hula-Hoop-Reifen gekauft, ja, der passt. Ne? Ich sag noch zu ihr, ganz ehrlich, wie viel wiegst du? Sag ich nicht, da kommen die ersten drei Zahlen. Weißt du so? Ne? Aber dass der überhaupt mal eine Frau findet, der ist eigentlich so ein Macho-Typ. Der hat mir immer so Macho-Sprüche. Hör mal, Brettspiel für eine Person, bügeln. Weißt du sowas, ne? Da hat der eine Wohnung, sowas hast du noch nie gesehen. Der hat eine Katze. Ich hab den mal zu Hause besucht, der hat eine Katze. Jetzt hat der keinen Bock, das Katzenklo zu machen. Hat immer nur nachgekippt Streu, ne? Ja? Da komme ich da rein, der begrüßt mir eine Katze auf 1,80 Höhe, ne? Ja. Aber so wie ich gehört habe, ist es eh nicht mehr so mit der Ehe. Also er ist im Moment im Knast, sagen wir so, ne? Und zwar hat der Schweine mit Käse gefüttert, wollte ich als Cordon Bleu verkaufen, ne? Schreibt er auch ein Buch, das heißt irgendwie, ich bin Atheist, Gott sei Dank. Aber ich hoffe, dass ich mit meinen Büchern mehr Erfolg haben werde. Vielen Dank.